hat gebrodelt in der Belegschaft. Und da haben viele gesagt, jetzt reicht's uns aber auch. Mittlerweile 32 Jahre, das kann man nicht mehr erklären. Löst dieses Thema, diese Ungerechtigkeit muss weg. Ich bin einmal gefragt worden, sag mal, du willst das doch nicht echt in dieser Tarifrunde lösen. Wo ich so dachte, hä, was ist das denn für eine Frage? Selbstverständlich wollen wir das lösen. Wir haben es im Westen schon gesehen, 1984. Da ging es um die Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 35 Stunden in der Metall- und Elektroindustrie. Es war ein Arbeitskampf, der die ganze Bundesrepublik bewegt hat. Die haben eigentlich, kann man sagen, die Kolleginnen und Kollegen im Westen den Damm gebrochen und haben dann aber noch von 84 bis 95, also 10 Jahre gebraucht, bis die Arbeitszeit dann auch wirklich real abgesenkt war mit vollem Lohnausgleich. Es gab damals die Stufentarifverträge Ost. Die sind dann aber außerordentlich gekündigt worden von den Arbeitgebern 1993. Und es ist uns nicht gelungen, die Arbeitszeit gleich mit anzugleichen, also auch nicht im Wege des Stufenplans. Und dann war das aber 2003 doch so, dass man gesagt hat, jetzt geht's um die Arbeitszeit. In der ostdeutschen Metall-, Elektro- und Stahlindustrie wird seit heute gestreikt. Tausende Beschäftigte legten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg die Arbeit nieder. Es geht darum, dass nach dieser Tarifrunde Gewerkschaften noch die Stärke haben, die sie jetzt haben. Besser ist es, wenn man gestärkt aus einem Arbeitskampf hervorgeht. 2003 ist es uns in der Stahlindustrie gelungen, das abzuschließen mit der 35-Stunden-Woche, aber in der Metall- und Elektroindustrie leider nicht. Das hat sich tief eingebrannt und war damals ja auch eine Zäsur für die gesamte IG Metall. Aber wir haben lange gebraucht, das zu kompensieren. Also wir haben fast 6 Jahre gebraucht, um wieder auf den halbwegs gleichen Stand zu kommen. Es war so ein Schlag ins Gesicht, immer noch Mensch zweiter Klasse zu sein. So seit 2014, 15, 16 hat sich die Situation anders dargestellt. Wir sind innerhalb der gesamten IG Metall in Ostdeutschland, aber hat sich auch in Berlin-Brandenburg-Sachsen in die Diskussion reinging. Wir müssen uns wieder auf den Weg machen. Es wird höchste Zeit! Wir haben 2 Veränderungen. Einmal eine jüngere Belegschaft, deren Fokus viel mehr auf Freizeit ist. Und zum Zweiten diese offene Rechnung von 2003. In der Tarifrunde haben immer die Arbeitgeber uns gesagt, ja, es geht nicht, wir haben dafür keine Möglichkeit. Und die Leute haben dann irgendwann mal gesagt, hey, wir müssen hier so flexibel arbeiten, wir wollen auch die Arbeitszeitverkürzung haben, wir wollen die 3 Stunden in der Woche länger arbeiten. Ein ganz großes Thema, wo wir Kollegen mit erreicht haben, aber auch die Familien, waren die Fahrradtouren. Wenn wir jetzt jedes Halbjahr irgendwo anders eine Runde fahren, die immer mehr Leute begeistern, wenn wir dadurch eine Bewegung erzielen, das wäre richtig, richtig top. Das war ja vor allen Dingen der Versuch, es in die Breite zu kriegen. Also die Arbeitgeber haben das schon sehr genau wahrgenommen. 35. Sonnenklar. Wir müssen einen Weg finden, der könnte auch heißen, 1 Stunde zunächst mal für alle, wann auch immer, und die anderen kommen etwas schneller voran. Und das waren dann die Auftritte auch auf den Gewerkschaftstagen. Die 35-Stunden-Woche war, ist und bleibt eine brillante Idee. Und dann gab es in 2019 den Versuch, es für die ostdeutschen Bundesländer auch zu lösen, allerdings unter Friedensbedingungen. Nachdem die Verhandlungen jetzt ohne Ergebnis beendet wurden in diesem Format, werden wir unmittelbar nach dem Gewerkschaftstag die Vertreterinnen und Vertreter von betrieblichen Tarifkommissionen zusammenrufen und uns vorbereiten darauf, dass wir das Thema 35 im Osten Betrieb für Betrieb angehen. Wir haben aus diesem Prozess sehr, sehr, sehr viel gelernt. Auf dem konnten wir jetzt aufsatteln und wir haben den Faden nicht wieder losgelassen. Ich glaube, dass die Lösung in der Angleichungsfrage zur Arbeitszeit in diesem Bezirk gefunden werden wird, weil wir mit Volkswagen, mit ZF, mit BMW, mit Porsche, mit anderen wichtige Player hier haben, wo die IG Metall ausreichend gut organisiert ist, wo wir so oder so am Ende eine Lösung finden. Die 38 hat ausgedient.
geht in dieser Tarifrunde um die Frage der Angleichung. Und ich kann euch eins versichern, die IG Metall steht hinter dieser Forderung. Und dann wollten wir natürlich starten in die neue Tarifrunde 2021. Corona-bedingt schwierig. Und dann kommt dieser blöde Virus dazwischen, wo ich schon dachte, es geht wieder alles in den Bach runter. Haben wir es trotzdem geschafft, die Streiks zu organisieren. Das Team IG Metall im BMW-Werk Leipzig steht bereit. Yeah! Kolleginnen und Kollegen zeigen heute das erste Mal, was geht, auch unter Pandemiebedingungen. Und ich bin gespannt. Wir sind mit Sicherheit steigerungsfähig. Wir stehen hier vor unserem Porsche-Werk und machen heute eine ganz neue Warnstreitaktionsform. Wir machen einen Autokorso zur Tarifrunde 2021. Wir sind mit einer anderen Forderung angetreten. Die hieß tarifliches Angleichungsgeld. Das war auch alles richtig so, juristisch abgesichert und so weiter. Und uns war klar, genau das wollen wir hier lösen. War ganz klar, dass alle nebeneinander standen, wirklich. Wir hatten einen Kalender, klar, wer streikt wann, wie bewegen wir auch die Wertschöpfungsketten, weil es ging um super viel, es ging wirklich um viel. Der erste Rückschlag war dieses Mauern der Arbeitgeberseite. Und insbesondere dann auch mit dem Versuch des Arbeitgeberverbandes, das Ganze gerichtlich zu klären, durch eine einstweilige Verfügung in der ersten Instanz erfolgreich. Und dann gibt es ja so einen Spruch unter Juristen, ne? Vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Aber wir haben gewonnen. Wir hatten politische Unterstützung von unserem Abgeordneten, den Gregor Gysi. So lange, bis es endlich über gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit gleiche Renten für die gleiche Lebensleistung gibt. Wir haben eine bemerkenswerte Aktion vor der Oberbaumbrücke gemacht mit Michael Müller. Die Mauer muss eben überall weg, wo sie noch trennt. Und dass sie ausgerechnet im Arbeitsleben trennt, ist eine Schande und muss jetzt beendet werden. Und dann gab es einen ganz wesentlichen Umstand, dass wir nämlich von politischer Seite wirklich massive Unterstützung bekommen haben. Ich jedenfalls fordere weiterhin aus voller Überzeugung, dass die Arbeitszeit endlich angeglichen werden muss. Ich wünsche mir auch von den Arbeitgebern, gemeinsam mit der IG Metall, deutlicher und eindeutiger dafür zu werben, dass Arbeitnehmer in unserem Land nicht schutzlos sein dürfen. Es gilt gleicher Lohn für gleiche Arbeit und das in ganz Deutschland. Der Besuch von Jörg Hofmann in Ludwigsfelde war noch mal so ein Ritterschlag. Jetzt dafür einzustehen, dass gleiche Arbeits- und Entgeltbedingungen endlich Wahrheit werden. Die normale Lösung wäre ja, man schreibt in den Manteltarifvertrag, die Arbeitszeit senkt sich wie folgt ab. Das war hier nicht möglich, sondern was die Arbeitgeber sehr deutlich und sehr stark adressiert haben und auch einige Belegschaften ist, wir brauchen ein Modell, das unterschiedliche Geschwindigkeiten ermöglicht. Jeder Betrieb muss es für sich entscheiden, was für ihn die richtigen Mittel waren, was die richtigen Schritte waren, was die richtige Kompensation war. Wir haben erreicht, dass die 35-Stunden-Woche endlich eingeführt wird. Das ist ein Riesenerfolg, gewerkschaftliche Solidarität, auch Solidarität zwischen Ost und West. Noch nie war das Band so eng, gerade auch in den großen Unternehmen und Betrieben zwischen den westdeutschen Standorten und den ostdeutschen, wie in diesen letzten Monaten. Auch das war ein Teil des Erfolges. Den Mut zu haben, diese große Frage anzugehen, sich nicht mehr darin zu verstecken, sondern den Kampf aufzunehmen. Wir müssen es selbstverständlich in der Fläche umsetzen. Da haben wir eine Evaluation mit dem Arbeitgeberverband verabredet. Wir werden alle Vereinbarungen, die bis dahin geschlossen worden sind, die läuft im Januar 23, nebeneinander legen, gemeinsam auswerten und überlegen, ob wir daraus Schlüsse ziehen für die große Tariflandschaft, für den Flächentarifvertrag. Ich glaube, wir sind mit dem Abschluss als Organisation im Osten einen Riesenschritt nach vorne gekommen. Das hilft uns auch in ganz vielen anderen Auseinandersetzungen, auch da, wo es gar nicht um die Frage von Arbeitszeit geht. Und insofern war das für uns insgesamt, glaube ich, nochmal richtig Rückenwind. We'll be right back.